wunderschönen Nachmittag, Abend hier in Bergen. Ich darf alle bekannten Gesichter und alle neuen Gesichter hier in Bergen begrüßen auf Rügen. Der Widerstand hat den ganzen Sommer hier Bestand gehabt. Auch heute in Stralsund ist wieder was. Die sind wieder aus dem dornröschen Urlaubsschlaf erwacht. Wir haben das nicht so mit dem Urlaub gehabt. Wir waren zwar dezimiert, aber wir waren da. Ja? Und wie gesagt, seit Dezember letzten Jahres stehe ich hier in Bergen fast jede Woche, aber ich stehe hier nicht alleine. Ich stehe hier mit einem ganzen Orga-Team und das bitte ich jetzt auch mal hochzukommen. Ja? Es geht mir nämlich darum, mal zu zeigen, dass für alle Menschen, die hier langsam am Verzweifeln sind, ja, dass wir alle, wie wir hier stehen, könnt euch die Gesichter merken, Ansprechpartner sind. Wenn ihr Ärger im Job habt, mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wenn ihr mit Rechtsanwälten, Gerichten Ärger habt, wegen irgendwelcher Maßnahmen, irgendwelchem Zeug, dann wendet euch an uns. Ihr könnt uns im Telegram finden oder auch hier, jeden Montag. Und wer das Ganze anonym machen möchte, hat hier die Möglichkeit, den Kummerkasten zu nutzen. Könnt ihr jeden Tag einen Brief reinschmeißen, was ihr an uns hasst, was ihr hier mögt und was ihr nicht mögt und alles, was euch wichtig ist. Könnt ihr da reintun. Wenn er uns natürlich das hinschreibt, können wir das eventuell auch vorlesen, wenn er uns das erlaubt. Ja? Das finde ich eine ganz wichtige Sache, weil diese Leute hier alle stehen hinter mir. Ja? Und ich bin ja quasi nur der Reiseleiter hier und ich bin nicht mal der Anmelder. Ja? Der Anmelder ist der Norbert Türk, der ist meistens auf Montage. Der verdient noch Steuergeld, was die Bundesregierung versteuern kann. So sieht es nämlich aus. Erstmal deshalb auch von mir ein herzliches Dank an jeden, der hier ist und vor allen Dingen auch an das Orga-Team, die jede Woche das ermöglichen, dass wir hier sind. So, nun gab es ja von der Bundesregierung ein Entlastungspaket. Ja, sie entlasten sich selber finanziell damit, kann man so sagen. Ja? Und natürlich haben wir auch ein Entlastungspaket. Das sieht so aus. Die Damen und Herren Scholz, Habeck, Lindner, Faeser, Baerbock, Buschmann, Heil, Lambrecht, Özdemir, Paus, Lauterbach, Wissing, Lemke, Stark, Watzinger, Schulze, Gewitz und Schmidt werden alle zum Wohle des deutschen Volkes im Paket entlassen. Mir wurde schon gesagt, das ist leider viel zu wenig, was wir da an Diäten einsparen, der entstandene Schaden in dieser Corona-Pandemie und dem ganzen System, was dahinter steckt, der Great Reset, ist in Zahlen überhaupt nicht mehr zu begreifen. Die sind astronomisch. Allein die finanziellen Schäden, da rede ich noch gar nicht von den menschlichen, psychischen Schäden und vielen Toten, die das gekostet hat schon mittlerweile und noch kosten wird. Ja. Deshalb bin ich froh über jeden, der versteht, dass es ein Buch gibt von Klaus Schwab. Ich gebe zu, ich habe es nicht gekauft. Ich werde dem nicht noch mehr Geld in den Rachen schmeißen. Der hat ein Buch, im Juni 2020 kam das raus. The Great Reset, Covid-19. Und da genau ist ein Fahrplan drin. Über all das, was jetzt gerade passiert. Und sein Berater, Yuval Harari, hat es auch wunderschön immer in die Kameras gesagt. Und alles, was jetzt passiert, ist nur ein kleiner Baustein im Ganzen. Das sollte uns begrifflich werden. Ja? Also ich stehe hier nicht nur damit da, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren, weil sie eigentlich nur ein kleiner Baustein sind in der Demontage jeglicher Grundrechte. Ja? Es gab Leute, die haben es schon gesehen. Ich war gestern mal wieder mit Freunden auf einem sonntaglichen Spaziergang. Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht nach Mutmin. Ja. Ich sage mal, Mutmin ist immer mal ein Ausflug wert. Aber die meisten wissen sicher, worum es dort ging. Ja. Und zwar die Hauptforderung bestand darin, Öffnung von Nord Stream 2. Die Sache wird zunehmend ernster. Ja.
weil Gazprom hat mitgeteilt, dass sie jetzt die Lieferung auf null reduziert haben, auf unbestimmte Zeit, wegen eines neuen Gaslecks, beziehungsweise Öllecks, genau. Die hatten ja jetzt 3 Tage die Pipeline geschlossen für Wartungsarbeiten und jetzt haben sie noch was entdeckt, angeblich, was da nicht weitergeht. Ich weiß es nicht, niemand kann es nachprüfen, ja. Aber jetzt wird sich zeigen, was passiert. Also unsere Gasspeicher werden ganz schön zur Neige gehen in kürzester Zeit, wenn der nicht nachgefüllt wird. So, aber da haben wir ja 2 tolle Politiker, ja, Marionetten des Systems, die haben sich ja letzte Woche angeschickt, die Insel Rügen zu besuchen, ja, und sind nach Lauterbach gekommen und haben ein Schiff der Weißen Flotte gechartert. Ich wusste es ja schon vorher, von Arbeit her. Der Name des Schiffes, Kleine Freiheit, der war ihnen wahrscheinlich nicht genehm. Sie haben in der Zeitung geschrieben, den Neptun. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, kann das relativ schnell überprüfen. Neptun, es gab eine deutsche Neptun, die war in der Nordsee zu der Zeit. Es gibt natürlich auch noch einen LNG-Tanker, einen norwegischen, mit dem waren sie wohl kaum unterwegs. Also man hat ja auf jeden Fall, wir haben die AIS-Daten von der Kleinen Freiheit, ich wusste es ja schon vorher, was sie da nehmen, haben wir angeguckt, was die gemacht haben. Die sind von Lauterbach über die Robbenbank, also das war übrigens Küstenbarbier und Herr Södolf, für die, die es nicht wissen. Ne? Und die sind dann über die Robbenbank nach Lubmin gefahren, waren in Lubmin und von da aus sind sie an eine potenzielle Anlegestelle, ja, oder auf Dekomprimierungsstelle für solche Tanker gefahren und wieder zurück, immer im Greifswaldenbodden nach Lubmin und dann sind sie wieder zurück nach Lauterbach gefahren. So, jetzt stellt sich mir die Frage, jeden, der ein bisschen Ahnung hat und der eine Seekarte lesen kann, ja, der weiß, dass ab Tiso Lotsenpflicht ist, ja, und das wahrscheinlich deswegen, weil das relativ flache Gewässer sind, ja. Jetzt ist für mich die Frage, die erste Möglichkeit, entweder sie versuchen uns zu erzählen, wir haben es ja versucht, aber technisch war es nicht möglich, ja, als Placebo fürs Volk, oder die zweite Variante ist, die sind so irre und ziehen das durch und baggern dann halt den kompletten vom Görner Nordpert bis hin nach Lubmin, kramen sie dort eine Fahrrinne aus und baggern die aus. Ja. Dort ist strengste Umweltschutzzone. Vergiss es, die ist dann hinüber. Ja. Wenn dann 4 Kilometer von Lubmin so eine Dekomprimierungsstation liegt. Die Frage ist ja, welche Größe von Öltankern, von LNG-Tankern kommen überhaupt dorthin. Ja? Also das ist Irrsinn, was man da vorhat oder was man da eben nicht vorhat und uns nur erzählen will. Ja? Jedenfalls ist es so oder so entweder gelogen oder purer Wahnsinn, was sie da machen. Ja, ja, und dann haben wir die USA, unseren Freund und Helfer. Ich sage das immer schön im Gänsefüßchen. Ja? Da ist jetzt eine sehr komische Situation entstanden. Und zwar am 29. August verkündete der Pentagon-Sprecher John Kirby, dass die USA alles tun werden, um die Energiekrise in der EU zu mildern. Ja, toll, ne? Im gleichen Moment kommt dann folgende Nachricht ans Tageslicht, und zwar, das US-Energieministerium schickte Briefe an 7 der größten US-Raffinerien und es verlangte von ihnen, die Treibstoffexporte nach Europa drastisch zu reduzieren. Na, wie passt das zusammen? Ich sag mal, wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde. Tja, und was die Grünen uns helfen, ja, die helfen den USA, die Zerstörung der deutschen Wirtschaft. Man hat es ja versucht, durch die Sanktionen Russland platt zu machen. Das hat nicht im Ansatz funktioniert. Wahrscheinlich einige Oligarchen, die lachen sich kaputt. Ja. Auf jeden Fall hat es ein, was funktioniert, die Zerstörung der deutschen Wirtschaft. Die ist auf einem guten Weg. Dass die antirussischen Sanktionen halt auch den Effekt haben, die deutsche und damit die europäische Wirtschaft, ja, zu zerstören, ja, kann allerdings niemand mehr bestreiten. Die Gaspreise sind explodiert und ganze Wirtschaftszweige sind unrentabel. Und die sind jetzt dabei, abzuwandern ins nicht-europäische Ausland. Ja. Und das kann man auch nicht mehr verhindern, weil immerhin das Gas in Europa mittlerweile das 10-fache kostet wie vor 1,5 Jahren. Und die Strompreise, die haben zugelegt um 1000%. Damit ist jede Wirtschaftlichkeit, jede Wettbewerbsfähigkeit dahinüber. Ja? Deutschland war mal eine Exportnation.
Ich zitiere, no matter what my German voters think. Von wem war der Satz? Die meisten wissen es. Ja? Genau. Frau Baerbock scheint wieder mal ihrem Ruf als Schnatterlena gerecht geworden zu sein. Bei einer Podiumsdiskussion in Prag erklärte sie, dass sie den Ukrainern versprochen habe, sie so lange wie möglich wie nötig zu unterstützen und dass sie deshalb auch liefern wolle, unabhängig davon, was ihre deutschen Wähler darüber denken. Weil man das eigentlich nicht glauben kann und es viele Diskussionen gab, dass es nicht stimmt, ihre O-Ton. Krieg, der nun seit 6 Monaten währt oder noch, wenn man 2014 dazu nimmt, noch viel länger, haben Sie gesagt, die Ukraine muss gewinnen. Die Ukraine muss gewinnen. Kann sie denn auch gewinnen? Das wissen wir nicht. So brutal ist die Realität. Der Eid lautet, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Annalena Baerbock, Bundesministerin des Auswärtigen. Ich schwöre es. Then I want to deliver, no matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. We will stand with Ukraine, and this means the sanction will stay also for winter time, even if it gets really tough for poor politicians. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des ukrainischen Volkes widmen. Ich schwöre es. No matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. So, damit ist eigentlich klar gesagt, welchen Interessen sie dient. Ja? Und wenig überraschend versucht jetzt das politisch metale, linksliberale Establishment in der Presse natürlich durch gezielt platzierte Meldungen das als aus dem Zusammenhang gerissenes Interview zu der. Das geht nicht. Jeder kann das auf Video angucken. Das Video ist, so hat sie es auch gesagt, zwar schlechtes Englisch, aber doch verständlich. Ne? So, und ja, es ist eben halt die Dummheit, ja, dass sie die Worte halt genau so gesagt hat. Ja? Unmissverständlich. Und was ich dazu denke, ja, ich denke nur noch, die Ampel sollte ab an die Front. Das ist meine Meinung. Aber was zeigt uns das alles? Ja? Wenn Frau Baerbock von Ukrainern spricht, dann spricht sie ganz bestimmt nicht von dem leidtragenden ukrainischen Volk, ja, sondern von den US-Marionetten in Kiew. Und genau das ist der Punkt. Meine Solidarität gilt dem ukrainischen Volk und nicht den Machthabern, den Marionetten der US-Regierung in Kiew. Das muss man ganz klar sagen. Dann kam es bei der UN zu einer, naja, merkwürdig ehrlichen Kommentar. Und das hat der UN-Pressesprecher Stefan Dujarric, der zeigte in relativ professioneller Neutralität. Und er musste auch was sagen zu diesem KKW in Saporosche. Da wurden ja jetzt von der Internationalen Atomenergiebehörde Experten hingeschickt, die sich das angucken sollten. Ja? Und man hat wirklich von unbekannter Seite alles unternommen, dass die nicht dorthin kommen. Ja? Und er musste dann sagen, ja, wir sind froh, ich zitiere, wir sind froh, dass die russische Föderation getan hat, was man tun musste, um unsere Inspektoren zu schützen, erklärte er sichtlich widerwillig. Ja? Also er hat damit nicht gesagt, vor wem er wen beschützen müsste, aber wer eins in eins zusammenzählen kann, der weiß es natürlich. Ja? Wenn die russische Föderation es tut, wie viele Kriegsparteien gibt es da noch? Ne? Ja. Und er zeigte sich relativ besorgt über die Ergebnisse, die dort vorgefunden wurden durch den Beschuss. Und er sagte halt auch, das ist ein Spiel mit dem Feuer dort. Und er sagte aber auch, dass die Zusammenarbeit zwischen russischem Militär und ukrainischen Mitarbeitern in diesem Atomkraftwerk auf einer guten professionellen Ebene erfolgen. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, ja? Dass sie dort zusammenarbeiten. Was ich wirklich gut finde ist, diesen Job möchte ich im Leben nicht haben, für kein Geld der Welt, dass dort jetzt 2 Mitarbeiter stationiert wurden von der Internationalen Atomenergiebehörde. Die sind jetzt dort dauerhaft stationiert und die werden natürlich jeden Beschuss und alles dokumentieren und weitermelden. Aber das wird dann wahrscheinlich so sein wie in der Ukraine, im Donbass,
wo dann auch die Berichte gefälscht wurden von den Politikern, die das nicht richtig lesen wollten oder konnten. Ja? Dann gibt es noch völlig abgehobene Idioten, ja? Oder Idiotinnen, ja, um das richtig auszudrücken. Ja? Christine Lagarde, die hat die Woche einen gucken lassen. Ja? Und sie behauptet, ich meine, was soll sie denn tun? Ne? Aber es, ich nehme sie halt nicht ab. Ne? Sie behauptet, die Inflation schuld ist der Klimawandel. Selten so gelacht. So, und irgendwas, was mich an das Jahr 38 erinnert, ja, ist die Meldung von polnischen Behörden, die jetzt an Schreiben eine sogenannte Note, das ist also ein diplomatisches Schreiben, an die deutsche Regierung verfassen wollen, indem sie 1,3 Millionen Euro an Reparationen für Schäden des Zweiten Weltkriegs verlangen. Ja. Auch die polnische Opposition ist dagegen und Deutschland hat das Thema eh für abgehakt, ja, weil ja damals zwischen Russland und der DDR, zwischen der Sowjetunion und Polen das damals geklärt wurde, was wie durch die abgetretenen Gebiete. Ja. Die Frage ist nur, was will man damit bezwecken? Da will man einen Keil zwischen Deutschland und Polen treiben. Wie gesagt, genauso wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Und damals waren es auch andere Kräfte, die andere aufgestachelt haben. Ganz gefährlich. Da die Frage ist, wozu braucht man das? Ja, ich fürchte wahrscheinlich für Krieg. Das soll es erstmal von mir gewesen sein, bevor ich jetzt mit dem Mund fusselig rede.